Ende der Hexenprozesse. Ach, das war's mit Erkunden? Nö. Oder? Mal gucken. Ja, vielleicht. Ah, das wird jetzt bestimmt wieder so, wir fangen jetzt schon mal mit dem Prozess an und gerade als es aussichtslos erscheint, kommt dann der Professor, weil er im Turm was gefunden hat. Ja. Und das dürfen wir nicht wissen, weil sonst wäre der Twist weg. Ja. Ja genau, dann kommt Layton wieder so richtig cool in den, den Raum rein. Stimmt. Endlich beginnt der letzte Hexenprozess. Das Hexengericht hat seinen Zweck erfüllt, sobald die große Hexe Arcana verbrannt, Arcani, die große Hexe Arcani kann nicht verbrannt werden. Arcani ist ein Feuer-Pokémon. Das kann ertrunken werden. Ja. Ertränkt werden. Aquaknarre, los Aquana, Aquaknarre. Ja eben, Aquana könnte man auch nicht verbrennen. So gut. Nee, müsste man ganz schön lange brutzeln. Und davon abgesehen... Die große Hexe Rosana würde gehen. Ja, die auf jeden Fall. Die könnte man verbrennen, ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, wieso kann Phoenix noch darüber reden, dass hier jemand verbrannt wird, wenn doch gar keiner verbrannt wurde? Ich meine, wir haben Belladonna gesehen, wir haben gesehen, dass Maya nicht tot ist. Möge sie in Frieden nicht ruhen. Stimmt. Ja, also wie kann man jetzt noch von Verbrennung sprechen? Höchstens Verbannung. Und das ist was vielleicht, ganz anderes. Vielleicht gehen sie davon aus, dass die echte Hexe auch echt verbrannt wird. Wer weiß. Ach so, dass sie sozusagen alle anderen Hexen in Frieden lassen. Wer weiß. Haben wir eigentlich schon mal geklärt, warum die nicht verbrannt werden? Nö, das wurde gar nicht. Kommt mir gerade so. Es kommt ist halt so. Ja, warte, ich muss wegwischen. Okay, und da ist Sophie mit ihren blauen Augen, die so ein bisschen aussehen, als wäre sie entweder unter Drogen oder unter Einfluss einer anderen Kraft, die wir jetzt noch nicht... Gloria. Mensch, Pilze gibt's hier! Aber Sophie! Sophie ist nicht Arcana! Ich kann es einfach nicht glauben! Ich meine, der Schöpfer ist doch ihr Vater! Ich weiß ja nicht, was zwischen ihnen vorgefallen ist, aber kein Kater auch nicht und Vater sowieso nicht. Kann doch seinem Kind so etwas antun. Ich bin da ganz deiner Meinung, Maya. Aber sonst sieht es niemand so. Alle werfen nur so mit Anschuldigungen um sich. Mir tut Sophie einfach nur schrecklich leid. Fleck. Mir kommt es so vor, als wäre der gesamte Fall verflucht. So richtig verflucht? Ja, das ist ein verfluchter Fall. Der ist verflucht kompliziert. Ja, wir verstehen es nur noch nicht. Aus diesem Grund ist es ja... Ist es auch witzig. Ich meine wichtig. Es ist witzig, weil es wahr ist. Dass wir die echte Hexe bloßstellen, die hinter allem steckt. Wir müssen das in diesem Prozess schaffen. Ich weiß, wer die Hexe ist. Maya! Nee, Serena. 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 Kommt ich glaube an dich, Nick. Ich könnte es mir gut vorstellen, weil dann, wenn die echte Hexe sich rechtfertigt, dass sie dann öfter mal was in Anführungszeichen sagt. Also ist Serena die Hexe. Ist besessen von Serena. Oh, übrigens... Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Das wollte ich nur sagen. Nein, Quatsch. Richtig. Was willst du während des Prozesses tun? Falls du darüber nachdenkst, dir den Prozess anzusehen. Was? Willst du damit sagen, du hast mich nicht... dass du mich nicht an deiner Seite haben willst? Ja, das ist richtig. In der Tat. So ein Mist! Denkt sie sich. Ich hätte dich echt nicht für so einen kaltherzigen Kerl gehalten. Tja, Pech gehabt. Maya, verbrenn ihn! Maya. Sophie! Ja, Sophie, du bist doch eine Hexe! Das meine ich doch gar nicht. Lass mich erstmal ausreden, bevor du voreilige Schlüsse ziehst. Und dann zieh voreilige Schlüsse.
Was ich damit sagen wollte, die Leute dürfen dich nicht sehen. Du solltest eigentlich... Du weißt schon. Du weißt schon. Oh nein, das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte jetzt, er meint, du sollst unter dem Pult sein. Hä? Boah, egal. Nein, Wer war bei mir nochmal rot? Entweder Dominika oder Walton, aber ich glaube, das ist inzwischen mal so und mal so. Ich nehm Walton. Okay. Tot sein. Du wurdest durch die Flammen geläutert. Erinnerst du dich? Wie war das noch gleich? Ach so, ja, daran also, als mir der Mord an Fünf vorgeworfen wurde. Unterschätz mich nicht, Nick. Hä? Natürlich habe ich daran gedacht. Schau, ich habe etwas mitgebracht. Dank dieser meisterhaften Verkleidung werde ich zur eisernen Maya. Ich habe den Helm Flambergs im Raum gefunden und beschlossen, ihn für eine Weile auszuleihen. Oh Mann, sag bloß nicht, du willst mit diesem Helm zum Prozess? Oh ja, ich kann ja schlecht die eiserne Maya sein, ohne etwas aus Eisen zu tragen. So ein Schmarrn! Ja. Sie ist jetzt Laudine Helmchen. Laudine Helmchen. Was wurde eigentlich aus Baseballs 2? Ja, also es war mal wieder die letzten Jahre irgendwie im Gespräch, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann kommt. Gab doch sogar ein Filmplakat mal. Ja, das gab's doch schon im ersten Teil, oder? Das stimmt Im auch wieder. Im ersten Teil. Stimmt. Wie war das? Spaceballs 2, The Quest for More Money. Oder so. Spaceballs Flammenwerfer. Ja, die Kinder lieben sowas. Okay, Spaceballs Toilettenpapier. Hoffen wir mal, dass Flammenwerk nicht ausrastet, sollte er sehen, wie du seinen geliebten Helm spazieren trägst. Jedenfalls werde ich mein Bestes geben, um zu helfen. Wir müssen Sophie retten. Das werden wir. Wir sollten jetzt los. Wir müssen den bösen Zauber, der auf Sophie liegt, brechen und die Hexenprozesse ein für alle Mal beenden. Ganz genau. Das ist dir doch recht, Sophie. Oh, sind wir im Freien? Ah, haben sie ja gesagt. Freiluftprozess. Open-Air-Prozess. Da draußen sind aber eine Menge Leute, Nick. Es wird Zeit. Gehen wir. Brabbel, brabbel, brabbel. Nun wird, wie vorgesehen, sogleich der Prozess gegen Sophie de Narrateur beginnen. Der ist sogar synchron. Ritter der Gerechtigkeit, seid ihr bereit, eure Schwerter zu kreuzen? Entschuldigung. Spaceballs-Referenz? Ja. Was waren da nochmal? Da haben die doch auch irgendwelche Sprüche dazu gebracht zu ihrem... Ich sehe, dass deiner genauso groß ist wie meiner. Ja. Oh. Die Ritter der Inquisition haben zahllose Jahre damit zugebracht, die flüchtige große Hexe aufzuspüren. Die flüchtige große Hexe? Ist sie ein Flüchtling? Dann sollte sie eigentlich Asyl kriegen. Das Geheimnis ihrer Identität wird endgültig in diesem Gericht ans Licht des Tages gebracht werden. Sie war's! Anwesende, gebt Acht.
auf dass die Wahrheit in euren Geist gebrannt werde. Ah, das wäre ein bisschen zu einfach, glaube ich. Vielleicht gibt's auch gar keine große Hexe und es wird nur erfunden, um, was weiß ich, die Menschen gefügig zu machen, keine Ahnung. Ja. Ach ja, irgendwie heute wird das... Heute wird die Legende der großen Hexe zu einem abgeschlossenen Kapitel der Geschichte Labyrinthias. Oh, diese Krallen. Brubbel, brubbel, brubbel. Da ist doch gar keiner, der brubbelt. Man könnte die Atmosphäre in Scheiben schneiden. Es ist hier so voll und gleichzeitig so merkwürdig gedämpft und kühl. Gedämpft. Und nun wird die ganze Wahrheit allen offenbart. Der Mond, das Auge der Nacht, wird dessen Zeuge sein. Ihr stimmt mir doch gewiss zu, Verteidiger. Ja. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Cut, cut, cut. Euer Ehren, die Verteidigung ist bereit. Wie bedauerlich. Ihr lasst euch nicht leicht provozieren. Ihr könnt nun mit eurem Eröffnungsplädoyer beginnen, Großinquisitor. Großinquisitor. Ach! Gloria. Hab Dank. Oh, toll. Jetzt kann ich sie mal die ganze Zeit so sprechen. Jetzt werde ich fast gar nichts mehr reden, weil du irgendwie alle bist, die jetzt teilnehmen. Außer dem Richter. Burger Labyrinthias. Hat da jemand Burger gesagt? Ah ja, du bist doch tot. Ach so. Stimmt ja. Burger Labyrinthias. Die Geschichte hat ihr Ende erreicht. Ihr Ende wurde mit dem Tod des Schöpfers besiegelt. Die, die dem Schöpfer und der Geschichte, die unser aller Leben bestimmte, ein Ende setzte, war die große Hexe Akani. Das personifizierte Böse lauert in unserer Mitte, tief im Bewusstsein eines gewissen Mädchens verborgen. Und ich bin mir sicher, ihr alle kennt nun ihren Namen. Maya! Mann, das wollte ich auch sagen. Die Katze ist die große Hexe. Aber dann kann Gloria nicht die Katze sein, wenn die da sitzt. Richtig. Gloria, dann ist meine Theorie ist, schon mal Gloria weg. Ist böse, die große Hexe ist gut. Und die Sophie, Katze ist die Hexe. Und die Katze ist ein Animagus und außerdem die Mutter von Sophie. Wehe, das stimmt jetzt. Das wäre so bescheuert, wenn du recht hast. Die bescheuerte Theorie, die einem einfällt. Und dann ist es richtig. Aber nein, mal ehrlich, warum sollte die Katze dort sein, wenn... Also warum sollte Nora dort... Ich glaube nicht, irgendwas, dass Becky die Mutter von Sophie ist. Nee, irgendwas ist mit der Katze. Irgendwas ist mit der Katze, definitiv. Und das könnte... Katz, Katz, Katz! Genau. Und meine Katz! Das habe ich schon wieder vergessen. Davon habe ich leider keinen Sound. Was? Was? Davon haben wir keinen Sound? Hä? Dafür haben wir keinen Sound? Ach, dafür haben wir ja einen Sound. Ja. Hä? Dafür hatten wir einen Sound? In der heutigen Abenddämmerung spielte sich vor unseren unglaublichen Augen eine ungläubige Tragödie ab. Ungläubige Augen. Ein gigantischer Feuerdrache stieß auf den Stadtplatz herab und verschlang den Schöpfer bei lebendigem Leibe. Es war Lavados. Es war bestimmt ein Greenscreen. Ja. Es ist ein Albtraum, der auf ewig in unseren Köpfen spuken wird. Ich glaube wirklich, diese ganze Schöpfergeschichte ist einfach nur dazu, um, sag ich mal, so böse Sachen in den Reihen Labyrinthias aufzudecken, die sonst nicht ans Licht gekommen wären. Und das Ganze war wirklich bloß ein Schauspiel, inszeniert von der Katze, um sag ich mal, auf diesen Moment hinzuarbeiten, damit, weil Professor Layton und Phoenix Wright sich vom Schöpfer irgendwie so den Respekt verdient haben, das zu schaffen. Oder so. Könnte sein. Also, dass das aus irgendeinem Grund inszeniert ist, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass der Schöpfer tot ist und... Ja.
Und ich glaube, die wollten das wirklich machen, um Gloria aus der Reserve zu locken. Denn die hat irgendwas Böses im Sinne, aber ist, glaube ich, nicht die große Hexe Arcana. Sondern die Katze. Was? Gloria ist die Katze? Das geht doch gar nicht. Nein, die Hexe ist die Katze. Ja. Das ist jetzt, das wäre jetzt interessant. Auf jeden Fall, mal sehen.